Hallo und herzlichen Glückwunsch zum Kauf des neuen Tormek T1 Kitchen Knife Sharpeners. Wir stellen euch heute die Maschine vor und zeigen, wie einfach ihr mit dem Schleifen beginnen könnt. Das Video ist vielleicht auch für alle interessant, die noch überlegen, sich eine Maschine zu kaufen. Für die Präsentation der T1 habe ich meinen Kollegen Wolfgang dabei. Hallo Wolfgang. Hallo Tanja. Magst du uns zu Beginn die wichtigsten Dinge über die Maschine erzählen? Ja, ganz simpel einfach. Fangen wir auf der Seite an. Hier haben wir die Aufnahme für die Vorrichtung, die Klammer innen ausgelegt mit einem Art Filz, um einfach das Messer vor Kratzern zu schützen. Dann haben wir die Winkelanzeige, kann ich mir den Winkel frei wählen für mein Messer und den Magneten, der den ganzen Schleifstaub aufnimmt. Dann haben wir natürlich hier unsere konische Diamantschleifscheibe mit einer Körnung von 600. Die andere Seite ist dann hier zum Abziehen des Schleifgrades, die Komposit. Abziehscheibe und Polieren der Schneide. Das gesamte Gehäuse besteht aus pulverlackiertem Zink. Schönes Design, passt schön auf die Küchenarbeitsbank, gut zu transportieren mit dem massiven Eichengriff. Danke für die Übersicht. Wenn die Maschine jetzt zu mir nach Hause kommt, muss ich die zusammenbauen, was montieren? Einfach, wie sie aus dem Karton kommt, raus auf die Küchenbank und loslegen. Das klingt ja einfach. Wenn ich jetzt anfange, ein Messer zu schleifen, dann beginne ich mit dem Einstellen des Winkels. Richtig. Und zwar wählt man meistens Messer zwischen 15 und 17 Grad. Ich wähle hier jetzt mal 15 Grad. Und 15 Grad bedeutet jetzt 15 Grad auf jeder Seite der Schneide. Das wäre ein totaler Winkel von 30 Grad. Genau. Dann schaltet man die Maschine mal ein. Und dann führe ich einfach das Messer durch die Klemme, die mich führt auf die Schleifscheibe mit leichtem Druck, so etwa wie wenn ich eine Tomate schneide, und führe einfach die Schneide entlang der Form vom Messer. Genau. Und woher weiß ich, dass ich genug geschliffen habe? Wenn ich dann hier auf der gegenüberliegenden Seite den Schleifgrad spüre, okay. Und das erscheint so nach 3-4 Mal, und dann drehe ich einfach mir die Maschine um und dann schleife ich das Messer von der anderen Seite. Die gleiche Anzahl gehe ich durch quasi schleifen. Schön gleichmäßig, genau, dass man auch wieder diese 3 oder 4 Züge hat, die man gehabt hat. Dann spürt man auch wieder den Grad, der auf der anderen Seite entsteht. Okay. Den nehme ich mir dann ganz kurz nochmal mit einmal ganz leicht entfernen. Dann habe ich das Gröbste schon mal weg. Und dann kommen wir jetzt quasi zum Abziehen. Das ist ja für die wirkliche Endschärfe wahnsinnig wichtig. Richtig. Und da immer darauf achten, dass die Maschine von mir wegläuft, und dann lege ich ganz einfach etwas von hinten an auf die Schneide, bis kleine Bröselchen kommen, das ist der Schleifgrad. Da kann ich mit leichtem Druck, kann ich dann entsprechend dann hier auf der Faser sauber beide Seiten abziehen und auch gleichzeitig damit etwas aufpolieren. Dann auch auf der Seite wieder die Frage, wie merke ich, dass ich fertig bin? Wenn ich über den Nagel zum Beispiel ganz leicht drüber ziehe und nichts mehr spüre, dann weiß ich, der Grat ist komplett entfernt. Okay. Und dann habe ich auch mein Messer scharf. Und dann kann ich, ich möchte natürlich dann auch nochmal ein Stückchen Papier testen, ob das Messer komplett über die gesamte Länge. Ja, das geht schön durch. Kann ich Konfetti schneiden? Super. Scharf ist. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, weil das war die grobe Vorstellung der Maschine schon, was muss ich denn als stolzer Besitzer einer Tormek T1 unbedingt wissen? Dass die Maschine mit 8 Jahren Garantie ausgestattet ist. Das heißt, 5 Jahre bekommt ihr direkt schon beim Kauf. Mhm. Und wenn ihr sie dann noch bei uns online registriert mit der Seriennummer, bekommt ihr noch 3 Jahre dazu. 8 Jahre Garantie, das ist mein Wort. Das Tormek steht für Qualität. Dann würde ich sagen, alle, die noch mehr wissen wollen, gehen gerne auf tormek.com. Dort findet ihr auch den Link zur Registrierung der Maschine. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit euren scharfen Messern. Stay sharp.